So, jetzt ist auf jeden Fall auch Recording. Jetzt kannst du wieder. Let's go. Perfekt, Bro. Genau, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, allgemein auch ein paar Notizen mal ein bisschen gemacht, okay, was ich heute ein bisschen anspreche, weil ich sehe das Thema, eigentlich dieses Thema, ich bin euch ehrlich, Leute, ja, was gerade Erik gesagt hat oder allgemein, Leute, das Einfachste, was überhaupt geht im Business, ist einfach auf dem Teamcall dabei zu sein. Es ist das Einfachste überhaupt. Ihr braucht keine Network-Skill, ihr braucht nicht krassern im Trading, ihr müsst einfach nur auf den Link klicken und dabei sein. Ja, bin ich euch komplett ehrlich, weil ich sag's tausendmal wieder, ich sag's mein Team, ja, allgemein, jeden sage ich es immer, auf dem Teamcall lernst du 80-90% ja, deines Erfolges und so ist es auch bei mir, ich kann zu 1000% unterschreiben, ja, es ist mega, mega wichtig, diese Calls, ja. Aber allgemein, ja, ich spreche ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich es damals gemacht habe, okay, wie ich 13, 40 Stunden arbeiten war und wie ich mir trotzdem ein Business aufgebaut habe, weil Leute, wenn mir immer jemand sagt, ist auch gar nicht böse gemeint, aber wenn mir jemand sagt, er hat keine Zeit, dann muss ich schmunzeln, okay, ich muss lachen. Ja, dann erstens, dir geht es so gut noch, okay, dir geht es echt noch blendend, okay, kann man so schön sagen. Oder, ja, dein Warum, du hast kein Warum, ja, ich bin euch ehrlich. Und eins meines Warum, das ist auch ein schönes Gefühl, einfach das Warum erfüllt zu haben, okay. Deswegen, Bro, nochmal mega, mega danke, schön, Erik, ja, dass du mir in den letzten Monaten, ja, mir immer geholfen hast, immer an meiner Seite dran gewesen warst, Bro, weil ich bin dir ehrlich, Bro, ich habe dir mega viel zu verdanken, ja, ich habe ein Warum erfüllt durch dich und es ist mega, mega schön, es ist echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber genau, jetzt erkläre ich mal, wie ich es gemacht habe, okay, wie ich es gemacht habe damals, neben meiner Arbeit mir einfach allgemein was aufzubauen, was ich vielleicht auch etwas besser gemacht hätte, okay, wie gesagt, nehmt euch da kein Beispiel oder so, weil es war auch eine eklige Zeit, okay, es war echt eine eklige Zeit, ich war psychisch, körperlich auch echt fertig, okay, ich war echt komplett fertig. Aber ihr müsst vorstellen, okay, ich habe damals beides gemacht, okay, ich hab getradet und habe mir ein Network aufgebaut, ja, und es ist egal, okay, es ist nur meine Meinung, okay, ich möchte damit keinen fronten oder so, es ist nur meine Meinung, okay, nur mein Beispiel, aber Network, Trading aufbauen kann man auch machen, auch wenn man Vollzeit arbeitet, ja, es ist nur eine Frage deines Warums, wenn mir irgendjemand erklärt, er ist Vollzeit arbeiten, ja, oder irgendjemand anders, ja, das geht nicht, man kann das nicht machen, man soll sich nur auf eine Sache fokussieren, so ein Bullshit, ich habe beides gemacht, ja, ich habe beides gemacht, und wie habe ich es gemacht? Durch meinen Wille, ja, weil dieser Antrieb, mein Warum, war, von der Arbeit wegzukommen, okay, so, und es war verdammt, verdammt schwer, auch bevor ich mit dem Business angefangen habe, ja, ich habe Tag und Nacht, ich bin nach Hause gekommen, in der Dusche, ja, ich bin fast eingepennt, habe kurz was gegessen und habe mich da hinten hingelegt, so, und genau das war dieser Antrieb, wo ich nach Hause gekommen bin, wo ich gesagt habe, hey, ich starte jetzt etwas, okay, ich fange an mit allem, ich gehe direkt all in, weil ich keinen Bock mehr habe auf mein Leben, okay, auf den Bau, ja, ich kam mit diesem all in schon ins Business rein, okay, wer hat mir das nicht irgendwie beigebracht, dass ich all in gehen muss, ich kam mit dieser Einstellung rein, okay, das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied oder so, was bei mir aber letztendlich ausgelöst hat, aber ihr müsst euch vorstellen, wie habe ich das Ganze gemanagt, okay, erstmal so ein kleiner Überblick, wie ich damals gearbeitet habe, okay, und zwar folgendes. Ich habe am Tag, okay, damals war es ein bisschen mit Instagram, war noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Faxen gemacht. Du konntest mittlerweile nur 10, maximal 12 Leute anschreiben pro Stunde. Was habe ich gemacht? Ich bin euch ehrlich, ich habe trotzdem meine 100 bis 150 Leute angeschrieben auf Instagram. Wie habe ich es gemacht? Ja, wie habe ich es gemacht? Ich bin aufgestanden in der Früh. Zack, das Erste, was ich gemacht habe, ja, ich weiß, man soll das Handy in Ruhe lassen, wenn man aufsteht. Was habe ich gemacht? Instagram-Akquise. Zack, die 10 Leute habe ich angeschrieben innerhalb von 2 Minuten. Fertig. Dann bin ich kurz ins Bad gegangen, habe ich gewaschen, dies, das, jenes, habe gegessen, dies, das, habe Kaffee getrunken, zack, wieder 10 Leute angeschrieben. Auf dem Weg zur Arbeit, auch wieder angeschrieben, zack, Leute. Was habe ich dann gemacht? Mittagspause, zack, Insta-Krise gemacht. Was habe ich dann gemacht? Ich hoffe mal, mein Chef wird es auf jeden Fall nicht mehr sehen, das Video. Ich bin öfters aufs Klo gegangen. Ja, ich bin öfters aufs Klo gegangen. Was habe ich da gemacht? Während meiner Arbeitszeit. Ich habe Follow-ups ausgemacht oder First Calls für den Tag, an dem, wo ich dann nach Hause komme, da ich dann gleich meine Calls habe, ja, oder den Tag darauf, ich habe schon immer einen Tag, ja, Satz, am kennst, ja, die gute Dixie-Akquise damals, ja, so, ich habe gleich meine Calls gelegt für den nächsten Morgen, ja, für den nächsten Tag darauf, ja, dass ich einfach in den Flow reinkomme, okay, ich habe meine Calls gelegt während meiner Arbeitszeit, während ich auf dem Klo war, so, und, was ist dann passiert, ja, Punkt 17 Uhr hatte ich Feierabend, ich bin gesprungen, das weiß ich auch nochmal, das war auch nochmal richtig, richtig krass, das war eins meiner ersten Follow-ups, also, die ich damals hatte, das war auch mit Marvin, also bombastisch, ich bin gesprintet, ja, ich bin wirklich gesprintet zu meinem Auto, weil ich gesehen habe, oh fuck, ich habe jetzt ein Follow-up, ja, was habe ich dann gemacht?
anstatt Musik zu hören im Auto oder irgendetwas, was habe ich dann gemacht? Ich habe Calls gemacht bis zu meinem Nachhauseweg. Okay, 45 Minuten. Ich habe mein Team angerufen. Ich habe Memos gemacht auf Instagram. Ja, ich habe Follow-ups geballert. Was habe ich dann gemacht? Zeitlich bin ich manchmal sogar noch eine Runde gefahren irgendwie, weil ich nicht auflegen konnte, weil ich mitten im Follow-up war. So, was habe ich dann gemacht? Ich bin nach Hause gekommen. Zack, ich habe gesehen, oh fuck, ich habe schon wieder gleich Calls. Und das war ein kleiner Fehler von mir. Und zwar, Leute, wenn ihr arbeiten seid, okay, oder allgemein, wenn ihr auf Schule seid, okay, Leon macht noch einen kleinen Part wegen Thema Schule, okay, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Aber ich sag mal so, im Endeffekt brauchen wir auch irgendwo eine Zeit, ja, unsere Entspannungsphase. Okay, dazu komme ich auch nochmal gleich nochmal drauf. Ich war in Arbeitsklamotten, okay, voller Beton, alles. Was habe ich gemacht? Ich hatte keine Zeit, irgendwie, um zu duschen. Ja, ich hatte keine Zeit gehabt. Ja, ich hatte Follow-ups gehabt an meinem Ohr. Die ganze Zeit. Permanent. Da habe ich mir irgendwo mal eine halbe Stunde eingeblockt für Essen und Duschen. Ja, das war's. So, was habe ich dann gemacht? Dann kam gleich der Team-Call. Zack, da war ich immer am Start. Wie ein Team-Call war ich immer am Start. Egal, wie müde ich war. Ab und zu bin ich euch ehrlich, ich habe die Cam ausgelassen, weil ich teilweise eingepennt bin, okay. Aber wirklich spät bis in die Nacht habe ich gearbeitet. Ja, teilweise bis 1 Uhr nachts. Ich hatte teilweise 3-4 Stunden maximal gehabt. Klar, es ist vielleicht ein bisschen dumm. Ja, ich bin jeden Tag verschlafen aufgestanden. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt, aber genau das war mein Antrieb. Genau das war ja mein Antrieb. Ja, Marvin hat gesagt, oder Ilja hat gesagt, hey Bro, kündige deinen Job, mach irgendwas anderes, okay, oder geh auf Teilzeit. Nein, ich wollte es gar nicht, weil das mein Antrieb war, okay. Ich habe mich scheiße gefühlt und genau das, so ein Warum brauchst du. Okay, und da kann mir keiner mehr irgendwie sagen, er hat keine Zeit oder oh, dies und das und jenes, weil ich bin euch ehrlich, klar, ab und zu, und diesen Satz habe ich damals auch verstanden, der kam auch von Erik oder ich weiß gar nicht mehr, von wem er kam, eigentlich von jedem oder so halt, aber du musst teilweise manchmal auf Sachen wirklich verzichten, wenn du etwas wirklich, wirklich, wirklich haben möchtest. Leute, denkt ihr, ich hatte Zeit gehabt für Zocken, für Netflix schauen, für COD zocken? Oder mal mit meinen Homies irgendwie rauszugehen und abzuchillen? Ich denke nicht. Ja. Dafür hatte ich keine Zeit gehabt. Ja. Was war Wochenende los? Ja. Leute, bin euch ehrlich so, meine Freundin hat mich aber so ein bisschen gestresst und so. Ich hab gesagt, hey, pass auf, ich habe keine Zeit. Ja, was habe ich dann gemacht? Am Wochenende. Durchgehend Instagram-Akquise, das kann euch ehrlich bestätigen. Instagram-Akquise war mein bester Freund überhaupt. Das war mein bester Freund überhaupt. Ja. So, ich habe permanent geballert, wie eine Maschine. Ich war besessen, okay. Und dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, okay. Ich kam in diesen ekelhaften Hustle rein. Okay, allgemein auch ein bisschen mit der Psyche und so. Das hat mir auch immer Marvin immer gepredigt, hey, Bro, pass auf, okay. Eine Zeit lang zu grinden ist okay, aber übertreib es nicht. Ja, übertreib es halt einfach nicht. Aber es war halt einfach mein Antrieb, ich wollte einfach nicht drauf hören. Und was wirklich wichtig ist, allgemein, oder wie ich es geschafft habe, so ein Zwischenziel einfach zu haben, beziehungsweise einfach zu erkennen, ja, einfach diesen Zwischenspalt halt einfach, okay, wirklich Walk, okay, Hustlen, Business und Normalarbeit und Entspannung, das müsst ihr reinbekommen. Das bedeutet jetzt nicht, ja, dass ihr irgendwie jetzt chillen sollt, 24/7 oder so, aber ich persönlich, okay, ich habe es so gemacht, ich habe mir Sonntag 1-2 Stunden Zeit genommen, okay, ich habe mir wirklich Zeit genommen, okay, ich habe mich belohnt, ja, ich habe mich belohnt, weil ich die ganze Woche lang Gas gegeben habe, ja, weil ich Resultate hatte und, ich habe wirklich Gas gegeben, dafür habe ich mich dann belohnt am Wochenende. Mit was habe ich mich belohnt? Nicht mit Zocken oder irgendetwas, sondern einfach mal eine Stunde mal spazieren gehen, okay, mal eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang mal das Handy auf Flugmodus machen, bin ich euch ehrlich, okay, und einfach mal spazieren, okay, ein bisschen einfach genießen, okay, und einfach mal die Gedanken ein bisschen kreisen lassen, okay. Das war meine Entspannungspause. Oder mal ein Buch lesen, ja, das war's. Ja, danach bin ich wieder nach Hause gegangen, mein Schreibtisch, und habe weitergeballert. Aber das Wichtigste überhaupt, was ihr wirklich verstehen müsst, okay, wo ich anfangs auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war halt einfach das, ich habe diesen All-In-Antrieb gehabt, und er ist auch wirklich gut. Aber wirklich, ja, tut euch wirklich Ruhepausen einlegen. Sprich, wo ich von der Arbeit gekommen bin, habe ich gesagt, hey, weißt du was? Ich nehme jetzt 1,5 Stunden Zeit. Okay, ich nehme jetzt 1,5 Stunden Zeit für normal essen, ruhig essen, okay, wirklich ruhig essen, sich gesund ernähren. Ich bin euch ehrlich, ich habe ab und zu immer noch so ein paar Folgen, okay, ich habe ein bisschen zugenommen oder so. Ja, ich habe mich auch nicht gesund ernährt und so, das ist auch mein eigener Fehler. Ich habe Sport vernachlässigt und, weil ich einfach im Grind war, okay, weil ich einfach im Grind war. Ich wollte einfach ein Fundament ungefähr bauen.
ja, zum Beispiel wie jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt einfach Vollzeit einfach bin, okay, und jetzt für die Wochen, für die Sachen, ja, vormittags zum Beispiel Zeit habe. Okay, so. Aber was wirklich wichtig ist, arbeitet mit To-Dos. Arbeitet mit To-Dos. Ja, macht euch einen Wochenplan. Wirklich macht euch einen richtigen Wochenplan jeden Sonntag und tragt da wirklich alles einzeln ein, was ihr jetzt genau macht. Okay, was macht ihr genau Montag? Okay, wann ihr dann und dann von der Schule kommt oder von der Arbeit kommt. Ja, plan dir was ein für einen Mentorship-Call. Plan dir was ein für eine Go-Live-Session. Okay, plan dir was ein. Okay, ab dann mache ich Insta-Akquise. Okay, dann tue ich mein Team durchcallen. Okay, dann mache ich Follow-ups und. Auch wirklich private Sachen. Okay, wenn du sagst, okay, dann gehe ich zum Beispiel einkaufen. Plan so etwas. Am Anfang dachte ich, okay, das ist irgendwie ein bisschen cringe, wenn ich irgendwie alles planen soll, wenn ich irgendwie Zeit mit meiner Freundin verbringe oder irgendetwas, keine Ahnung. Aber es hilft euch, Leute. Es hilft euch, weil ihr müsst ein bisschen langfristig denken. Was macht ihr mal, okay, jetzt auf Network bezogen oder so, was macht ihr mal, wenn ihr in German 100 seid? Leute, da könnt ihr nicht so rumeiern wie jetzt oder mal sagen so, ja, ja, ich habe mir was auf mein, keine Ahnung, hier auf meinen Brief geschrieben hier. Ja, das und das mache ich heute und ja, mal gucken, wie der Tag wird. Ihr müsst wirklich alles durchplanen. Ihr müsst wirklich alles durchplanen, ja. Was wirklich krass ist, was wirklich crazy ist, hat auch letztens Ida gesagt, okay. Kevin Hart, okay. Wer von euch kennt Kevin Hart? Mal kurz mal eine Hand hoch, bitte. Genau. The Rock kennt, glaube ich, auch jeder. Genau. Und es ist wirklich crazy. Ja, diese Leute planen 2 Jahre schon voraus. Sie wissen ganz genau, welche Uhrzeit, wann und wann, was sie was machen. Ja. Und ich bin euch ehrlich, Leute. Ja, ich bin euch ehrlich, wenn ihr das macht, wenn ihr euch einen richtigen Wochenplan einlegen tut, ja, dann wisst ihr auch ganz genau, was jetzt wirklich Phase ist. Ja, weil es kann ja nicht sein, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufstehe, drehe ich mich erstmal 5-mal im Kreis und denke mir, okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn heute so? So etwas läuft bei mir gar nicht. Ja, ich schreibe mir eine To-Do-Liste, was ich morgen abarbeiten möchte, okay? Ich schreibe mir wirklich alles drauf. Ja, und dann abarbeite ich die ganze Liste, okay? So, ich mache es halt immer so auf die Sachen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, die mich richtig abfacken, okay? Wo ich gar absolut keinen Bock drauf habe, die mache ich als allererstes. Ja, die mache ich als allererstes, weil ich ganz genau weiß, hey, das ist jetzt auf jeden Fall weg für diesen Tag. Ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber was auch wirklich wichtig ist, so, zu verstehen, okay? Ihr müsst einfach diesen Laserfokus entwickeln, okay? So habe ich es halt damals gemacht, wo ich wenig Zeit hatte. Ich wusste ganz genau, hey, okay, jetzt komme ich nach Hause. Jetzt baller ich, okay? Jetzt baller ich. Und das muss jeder für sich selber entwickeln, okay? Da kann ich nicht zu sehr helfen, okay? Ihr müsst wirklich einen Laserfokus bekommen, okay? Klar, es gibt ein paar Tipps, wie man so etwas machen kann, aber es kommt dieses große Aber, weil teilweise sind viele Leute von euch auf Schule, okay, machen das Ganze jetzt irgendwie nicht Vollzeit oder so, sondern plant euch wirklich etwas ein, wo ihr wirklich straight Fokus und es ist mir egal, wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, wirklich 2 bis 3, 4 Stunden. Wo du einfach nur am Ballern bist, okay? Wo du einfach nur am Ballern bist, irgendwelche anderen Sachen, Familiensachen, was weiß ich, keine Ahnung, alles Banane, alles weg, okay? Sperrt euch ein ins Zimmer, was weiß ich, 2, 3 Stunden Fokus, okay? Fokus geben, Akquise ballern, MMAs machen, Follow-ups machen, First Calls und traden, okay? Go-Live-Sessions mitnehmen und. Ja, weil ich bin euch ehrlich, in den 2 Stunden, wo ihr wirklich fokussiert arbeitet, diesen Laserfokus einfach bekommt, könnt ihr mehr erreichen, ja, als manche Leute, die irgendwie 7, 8 Stunden irgendwie am Ballern sind. Keine Ahnung, ja. Und das müsst ihr vergleichen. Das müsst ihr wirklich begreifen, einfach wirklich, ja, was das wirklich für eine Macht ist. Ihr müsst diesen Fokus entwickeln. Ja, diesen Fokus. Ja. Da gibt es so ein kleines Beispiel, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es heißt, ja, aber wir müssen mal probieren. Für 1, 2 Minuten. Okay? Für 1, 2 Minuten probiert es mal gerne aus nach dem Call. Start irgendwas an in euer Zimmer. Okay? Wirklich anstarren. Für 1, 2 Minuten lang. Wie lange kannst du auf einen Punkt anstarren, ohne irgendwie was, wenn dein Handy klingelt oder irgendwo wieder woanders hinzuschauen? Ja, probier es mal gerne aus. Ja, wie sehr hast du einen Laserfokus? Und wenn du diesen Laserfokus hast, ja, und ihn wirklich einbringst in die MMAs, Leute, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ja, dann ist wirklich vorbei. Weil, ich bin euch ehrlich, wenn ich es geschafft habe, ja, wenn ich es wirklich geschafft habe, mit 13, 14 Stunden, wirklich harte Arbeit. Es war echt kein Leckerbissen. Ich bin euch ehrlich, es war echt eine Scheißarbeit. Okay. Sorry, wenn ich jetzt so rede, aber es war echt eine anstrengende Arbeit. Ich war im Behälterbau. Vielleicht sagt es irgendjemand was, oder könnt ihr mal gerne googeln. Dann wisst ihr, was es ist. Ja, Behälterbau ist nicht so die schönste Arbeit überhaupt, auch von Arbeitssicherheit und so ist gar nicht schön. Ja, ich war teilweise Akkord. Okay, ich war Akkordarbeiter. Du wirst bezahlt für das, was du leistest.
Und da könnt ihr euch ja ein bisschen überlegen, was ich da gemacht habe den ganzen Tag. Ja, ich hatte nicht mal Zeit gehabt, um überhaupt eine Zigarette anzuzünden. Ich hatte nicht mal Zeit dafür gehabt. Ich war permanent am Arbeiten. Ja, und habe nebenbei noch Akquise gemacht. Wie habe ich es geschafft? Durch meinen Willen. Ja, durch meinen Wille, weil ich etwas erreichen wollte im Business. Ja, so. Und nicht wie die meisten anderen oder so. Okay, ja, ich starte mal ein Business. Oh, okay, ja, ich habe keine Zeit und so. Und dann, was ist dann? Der nächste Monat kommt. Puh, fuck, was habe ich denn überhaupt jetzt gemacht bei allem? Keine Ahnung. Der dritte Monat kommt. Der vierte Monat kommt. Schau es zurück. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Mein Kontostand. Ist ja immer noch gleich. Komisch. Leute, wir haben alle Zeit. Nutzt diese Zeit. Ja, scheiß auf Netflix schauen, scheiß auf zocken, was weiß ich, Alter. Ja, sowas könnt ihr machen, wenn ihr ein Fundament habt. Wenn ihr German geht oder wenn ihr Six Figure, Seven Figure seid im Trading, dann könnt ihr sagen, hey, weißt du was, ich gönne mir jetzt mal eine Auszeit. Ich zocke jetzt mal COD oder was weiß ich, oder ich schaue jetzt mal meine Netflix-Serie an. Weil dann könnt ihr das machen den ganzen Tag. Ihr könnt Serien durchballern eine ganze Woche lang. Aber nicht jetzt. Ja, ihr müsst einmal dieses Fundament einfach erschaffen. Okay? Und es ist manchmal ein bisschen eklig. Es ist eklig. Ich bin euch ehrlich, manchmal habe ich auch keinen Bock auf Follow-ups oder wenn ich meinen Terminkalender sehe, wenn er total vollgeballert ist. Denke ich mir, oh, scheiße. Ja, oder wenn ich Kopfschmerzen habe, Migräne habe. Ja, oder wenn ich irgendwelche anderen Probleme habe. Ich denke mir, oh, gar keine Lust. Ja, aber ich mache es einfach. Ja, weil ich mein Warum noch nicht erfüllt habe. Ich habe verschiedene Warums. Ja, ich kann mir da gar nicht mal irgendwie dran denken, nichts zu machen. Oder einen Tag lang zu chillen. Weißt du, was verantwortungslos ist? Ja, so ihr blügt euch damit selber, ihr blügt euch damit euer Warum. Das ist einfach so. Ja, ich bin euch ehrlich. Ihr seid wirklich zu alles fähig überhaupt. Ihr kennt euch noch gar nicht. Ich bin an meine Grenzen gegangen. Ich weiß, wie sehr ich an meine Grenzen gehen kann. Ja, aber frag dich mal selber, weißt du, wo deine Grenzen liegen? Ja, wie weit du wirklich gehen kannst an diesem Punkt? Ja, wirklich an diesem Punkt, wo du nicht mehr kannst, wo du psychisch, körperlich fertig bist. Ja, ob du diesen Punkt schon mal erlebt hast. Ja. Und wenn nicht, dann mach's einfach. Jeder hat irgendwo Zeit. Nimm mir diese Zeit. Ja. So, es ist einfach so. Oder was jetzt auch wieder kommt, okay, was jetzt zum Beispiel kommt, ja, ist auch wieder ein ganz, ganz großer Punkt. Thema Sommer. Okay. Thema Sommer. Wir kennen es alle. Ja, Sommer, schön, warm, oh, Seebaden, Grillen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Aber ich bin gespannt, wer im Sommer wirklich die guten Resultate hat. Okay, wer wirklich Gas geben tut, wer am Ballern ist. Ja, wirklich. Darauf bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, Bro, kann ich abgeben oder soll ich zu dir wieder rumgehen? Oder Auf jeden Fall gerne weitermachen. Easy. Alright, perfekt. Dann danke dir auf jeden Fall erstmal, Bro, ja, für diesen Part. Auf jeden Fall mega, mega nice. Jetzt vielleicht auch mal so kurz nochmal hinzuzufügen, was auch Flo auch gerade angesprochen hatte. So, klar, definitiv, ich kenne das auch. So, das ist definitiv hart mal für eine gewisse Zeit. Ich kenne ja auch einige, auch hier gerade in diesem Call, zum Beispiel, wenn ich hier gerade Nico zum Beispiel auch sehe, wo ich das auch weiß, wo diese Leute einfach verzichten. Ja, man sagt immer so schön, ja, Ida sagt immer wieder so schön, ja, du musst verzichten, oder was heißt du musst, aber wenn du wirklich erfolgreich werden willst, ja, dann solltest du verzichten auf deine Rechte für eine gewisse Zeit. Das sagt niemand, dass du irgendwie 3 Jahre lang hier komplett nur noch IM im Kopf haben sollst, irgendwie alles andere ausblenden sollst, definitiv nicht. Aber was ich auch wirklich verstanden habe, so mit dieser Zeit hier bei IM, ja, wenn du bereit bist für einen kurzen Zeitraum, wenn ein kurzer Zeitraum ist, vielleicht mal 1, 2, 3 Monate, wirklich mal alles beiseite zu legen, wirklich mal 3 Monate alles zu tun, was in deiner Macht steht, dann wirst du diese Resultate bekommen. Ja, und wenn, was auch eben Flo schon meinte, ja, wenn dann wirklich der Grund, warum du wirklich gestartet bist, groß genug ist, ja, dann bist du auf jeden Fall bereit für diese Dinge und dann bekommst du auch diese Resultate, die du halt haben willst, jetzt 100%, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir jetzt Flo fragen, war das hart, wird er definitiv sagen, ja. Wenn wir jetzt aber fragen, ob sich das gelohnt hat, wird er definitiv auch sagen, ja, definitiv hat es sich gelohnt, weil er halt jetzt frei ist, weil er halt jetzt nie wieder arbeiten gehen muss in seinem Leben. Ja, und das ist, sage ich mal, vielleicht ein Grund, ja, der vielleicht den einen oder anderen wirklich antreibt, einfach nochmal mehr Gas zu geben. Aber
grundsätzlich mega, mega geiler Part auf jeden Fall. Danke dir, Bro. Und dann würde ich sagen, übergebe ich auf jeden Fall auch direkt an den zweiten Speaker, weil das auf jeden Fall auch eine Person ist, die dieses Thema extrem, extrem gut gemeistert hat, Leute. Ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall alle, ja, von wem ich spreche, von dem guten Leon Hoffmann. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, auch bei Leon war eigentlich so ein ähnlicher Fall. Ja, zwar jetzt nicht bei der Arbeit, aber mit dem Abitur. Ja, und ich glaube, Leute, wer von euch macht Abi? Auch mal gerne in den Chat oder Matura, wenn ihr aus Österreich kommt. Ja, wer von euch macht Abi oder Matura oder studiert oder ist allgemein in der Schule? Oh, das sind ja einige. Halleluja. Oh, shit. Easy. Dann haben wir da auf jeden Fall eine gute Planung gehabt. Aber wurde verschoben. Sehr nice. Ach nee, wird abgebrochen. Ja, Martin, bei dir ist das beste Leben. Sehr nice. Aber Leute, ja, ich kenne auch einige hier auf diesem Call und ich höre auch immer wieder, ja, ich habe ja nicht so viel Zeit wegen der Schule. Ich habe ja nicht so viel Zeit während dem Abi. Und Leute, gleiches Beispiel auch hier wieder bei Leon. Ja, auch Leon hatte die Zeit an sich nicht. Ja, ich sage aber immer wieder, Zeit hast du sowieso nicht, Zeit musst du dir definitiv nehmen. Ja, und Leon ist auf jeden Fall eine Person, der das auf jeden Fall komplett gemeistert hat. Ja, weil er hat sich auch den Pion aufgebaut, hat sich auch ein extrem, extrem starkes Fundament zu dem Zeitpunkt auch im Trading aufgebaut. Ja, während der Zeit, ja, währenddessen er Abi geschrieben hat, währenddessen er Prüfungen hatte. Ja, aber hat trotzdem das Ganze auf jeden Fall gut gemanagt. Deswegen, Leute, gerade dann, ja, wenn ihr jetzt auch wirklich aktuell in der Schule seid, wenn ihr gerade im Abitur seid, in der Matura seid, ja, im Studium seid, wo auch immer seid, solltet ihr uns auf jeden Fall extrem, extrem gut zuhören. Aber wie gesagt, Leon ist da auf jeden Fall ja das beste Beispiel, kann man sagen, wie man das wirklich meistert. Deswegen, Bro, danke auf jeden Fall extrem für deine Zeit. Ich bin auf jeden Fall ready. Ich übergebe dir auf jeden Fall den Host, weil ich weiß nicht, wie lange hier mein Internet noch mitmacht. Du kannst ihn auf jeden Fall auch gerne nachher beenden und so weiter. Und dann würde ich sagen, Leute, haut mal noch mal ein paar Herzen und ein paar Siemen für Leon in den Chat. Und dann würde ich sagen, Bro, let's crush it and let's go. Geil, Bro. Perfekt, perfekt. Danke dir auf jeden Fall erstmal für die netten Worte. Leute, ich hoffe erstmal, euch geht's gut. Und ich sehe auf jeden Fall, es wollen von 94 Leuten, was echt wenig ist, ja, auch von denen wollen nur 22 Leute erfolgreich werden, weil der Rest hat Camps aus, ja, keiner weiß, ob das Handy da liegt, ob der Laptop an ist, ob sie mit einem Notizbuch am Tisch sitzen und das ist ein Big Change, den dir die Zeit geben kann, wenn du die Zeit sinnvoll für dich nutzt, okay, und ich sehe schon, da gehen nochmal ein, zwei Camps an, Leute, ich denke, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, ja, Notizblock ist auf jeden Fall auch radikal, zeigt in die Kamera, let's go, let's go, let's go. Yes, Leute, mega, mega nice auf jeden Fall, erstmal danke, dass ich auf jeden Fall hier am Start sein darf, dass ich so ein bisschen meine Erfahrung mit euch teilen darf, weil ich bin euch ehrlich, ich habe überhaupt nicht viel aufgeschrieben, ja, weil ich werde auch zu Herzen reden und ich werde euch die Dinge mitgeben, die mich inspiriert haben in harten Phasen, wo es scheiße läuft, wo Abitur kommt, wo Prüfung kommt, wo Fahrschulprüfung kommt und sonst alles, ja. Man kennt es auf jeden Fall, dass es da stressig wird, zu 100%, ja. Zu 100% wird es da sehr, 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 sehr stressig und man sucht Excuses. Aber eine Sache, die ich schnell verstanden habe, ist, und das ist, was Austin immer, immer wieder sagt, ja, die einen suchen die Millionen auf dem Konto oder arbeiten dafür und die anderen haben Millionen Ausreden. Und da ist schon der erste wichtige Punkt. Es fängt immer bei dir an. Leute, ich hatte 5-mal Footballtraining die Woche. Ich habe am Wochenende jedes Wochenende Spiel gehabt. Ich war im Gym. Ich habe auch Freunde, mit denen ich Zeit verbracht habe. Ich hatte auch mein Abitur zwischendurch. Ich habe auch Familie gehabt. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja, nicht nur im Trading. Erfolg, ich sage hier erfolgreich in Anführungsstrichen, weil das, was ich aktuell habe, ist für mich nicht Erfolg. So. Aber ich habe es trotzdem geschafft, ja, im Trading mir ein stabiles Fundament aufzubauen und es trotzdem geschafft, mir im Network ein stabiles Fundament aufzubauen. Und wie habe ich das gemacht? Ja, Flo hat da auch eben schon viel drüber gesprochen. Ich habe nicht nach Ausreden gesucht. Ja, ich habe mich einfach mal hingesetzt und gemacht. Ich bin nicht nach Hause gekommen und habe einen Mittagsschlaf gemacht, auch wenn ich scheiße müde war, weil ich hatte zwischendurch eine Berufsschule, ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Leute, ich musste 4.30 Uhr aufstehen. Wenn du um 1 Uhr eine Starboy-Live-Session guckst, die bis 2 Uhr geht und du um 4.30 Uhr wieder aufstehen musst, das ist nicht geil, aber ich habe es gemacht. Ja, ich habe es gemacht. Und ja, Digga, kommt auf jeden Fall rein. Ja, ich habe keine Excuse gesucht. Ja, und manche kommen vielleicht nach Hause von euch. Ja, boah, Arbeit war so anstrengend. Jetzt erstmal, keine Ahnung, erstmal am PC. Bisschen chillen, bisschen spielen. Ja, Sims 4, keine Ahnung, Laptop auf, erstmal Netflix, erstmal kurz YouTube an, erstmal ein bisschen runterfahren vom anstrengenden Tag. Leute, ich sage euch eine Sache. Deine Arbeit fängt eigentlich erst an, wenn du von der Arbeit oder wenn du von der Schule kommst. Weil das, was du dann machst, zu diesem Zeitpunkt, was du dann machst, entscheidet darüber, wo du langfristig stehen wirst. Genau diese kleinen Dinge sind es. Es ist das, was du nach der Schule machst. Klar, dass du in der Schule, Leute, ich habe auch Trades in der Schule gemacht, ja, ich saß auch in meinen Freistunden, wo alle zur Rewe gegangen sind, gechillt haben, Karten gespielt haben. Wisst ihr, wo ich saß? Alleine in der Bibliothek mit meinem Laptop, mit meinen Kopfhörern. Ich habe wohl live geschaut. Ich habe Instagram-Akquise gemacht.
im Unterricht, wo wir Projektarbeiten hatten. Ja, ich habe mich zurückgenommen und ich habe Instagram-Akquise gemacht. Ich habe jede freie Sekunde, die ich auch in der Schule hatte, auf dem Weg zur Schule, wo ich mit Bahn gefahren bin. Ja, wenn ihr Auto fahrt, ich hoffe, Flo hat es nicht gesagt. Flo hat mir damals immer aus dem Auto geschrieben, Bro, ich mache gerade Akquise, ich fahre mit einer Hand und so weiter, immer Blitzer rein, zack. So, auch da hat er keine Exclusives. Das müsst ihr nicht machen, zu 100% nicht, ja. Aber aktuell sind viele von euch zu Hause. Aktuell haben viele von euch die Zeit. So, gerade was Instagram-Akquise angeht, okay, ganz kurz für die Networker. Leute, es gibt keine fucking Ausreden. Es gibt keine Ausreden. Du kannst selbst auf Klo-Akquise machen. Du kannst selbst in der Bahn, auf dem Weg zur Schule, zum Studium, Instagram-Akquise machen. Du kannst, wenn du draußen bist, Akquise machen am Handy. Wenn das Wetter schön ist, dann nimm das nicht als Excuse. Ja, nimm das nicht als Excuse. Dann hol dir ein geiles Getränk, hol dir einen Stuhl, mach dir meinetwegen eine Pfeife an, setz dich auf den Balkon, hol dein Handy raus und mach Akquise. Such da keine Ausreden. Leute, das habe ich gemacht, ich bin aufgestanden, bam, erstmal 15 Leute angeschrieben, Frühstück gemacht, fertig gemacht, Morgenroutine, ich habe mir selber eine kleine Routine erschaffen, ja. Ich habe mir selber eine kleine Routine erschaffen. Auf dem Weg zur Schule, Straßenbahnfahrt, 20 Minuten, Musik angemacht, ja, Musik, Fehler, keine Musik. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir die App Bolt runtergeladen, boom, Bolt, könnt ihr euch gerne runterladen, Mentorship Calls, weil wir sagen, wir wollen hier jeden Tag 1% besser werden. Leute, ich bin fucking P150 gegangen nach 11 Monaten und wisst ihr, woran es lag? Dass ich persönlich den P150 nicht freigeschalten habe im Kopf, weil ich niemals auf dem Level war. Das heißt, wenn du noch keine Mentorship Calls schaust, egal ob du Trading machst, egal ob du Network machst, dann fang damit spätestens heute an. Und das daily in deine Routine mit reinzubringen. Sei es als Hörbuch. Leute, ich zeige euch mal kurz was, weil ich finde das so geil. Das ist von Justin Owens. Vielleicht haben das manche von euch schon mal gehört. Justin Owens, der Typ hat einfach, ich muss anmachen, ich hoffe, man hört das. What's going on, Superstars? This is they want, but they forget to be grateful in the now. And listen, I'm going to be transparent. Der Typ hat einfach fucking Personal Development auf dem Beat gesprochen. Das ist sogar noch unterhaltsam. Boom. Das heißt, was gibt es für eine Excuse? Es gibt keinen. Und das solltest du verstehen. Okay, es gibt keinen Excuse, der einzige Excuse. Und das ist im Trading so. Ja, gibt es bei Spotify, gibt es bei Apple Music, gibt es überall, okay? Das ist im Trading so, das ist im Network you so. Es ist always you with you. Austin meinte selber, auf dem Weg zur Spitze des Mount Everest wirst du mehr lernen, als auf der Spitze von ihm zu sein. Ja, dann wirst du mehr lernen. Auf dem Weg dahin. Und dieser Weg ist vielleicht hart. Aber ich habe angefangen, meinen Tag produktiv zu nutzen. Weil manche laufen im Rollkragen rum, keine Ahnung, schick angekleidet, ja, ich mache hier mein Online-Business, dies, das, jenes, hab voll Bock durchzuziehen, ja, aber wenn du nicht produktiv an dem Tag bist, dann bist du busy. Und wenn du busy bist, dann hast du nichts geschafft. Weil wenn du produktiv bist, was steckt in dem Wort Produktivität drin? Ja, oder in Englisch ist es produce. Produkt oder produce, ja. Was ich damit auf jeden Fall meine, ist Produktivität, ja. Okay. Flo, Digga. Produktivität, okay. Produce results. Du gehst aus dem Tag raus mit Results, die du geschafft hast, die du erstellt hast. Und was sind Results? MMAs, Money-Making Activities. Und das ist nicht Netflix schauen, das ist nicht Twitch schauen, das sind nicht Ablenkungen, weil ich denke, so, alle Networker, droppt mal euren Rank rein, den ihr Ende des Jahres haben wollt, okay? Droppt mal euren Rank rein in den Chat, den ihr bis Ende des Jahres haben wollt, okay? Dann alle Trader, droppt mal gerne euren Account rein, den ihr Ende des Jahres haben wollt, droppt mal alles in den Chat auf jeden Fall. Okay, 500k, Six-Figure, okay, ich lese ein paar Six-Figure, P2, Six-Figure, Chairman 10, P5, Six-Figure, okay. 7-Figure, stabil, 5-Figure, P5, gut. Jeder aus diesem Call hier ist bereit zu fliegen. Jeder hat sein Ziel. Jeder hat Bock auf 6-Figure, jeder hat Bock auf 5-Figure, jeder hat Bock auf P5, P2, P1K, Chairman 25 und so weiter. Aber die wenigsten sind bereit zu kriechen. Alle wollen immer fliegen, aber die wenigsten sind bereit zu kriechen. Und es fängt damit an, dass du dir selber Excuses suchst. Dass du dir selber Excuses suchst. Im Trading, du hast einen Loss, weil du emotional gehandelt hast, du plättest einen Account. It's you versus you. Wer hat den Trade eingegangen? Wer hat überhebelt? Das war nicht der Broker, das war nicht deine Freundin, es warst du. Wer hat keine Instagram-Akquise gemacht und keine Nummern gezogen? Es warst du. It's always you.
Das heißt, es ist immer du gegen dich selber, okay? Das heißt, du musst Distractions aus deinem Leben entfernen. Ja, du musst Distractions entfernen. Und es ist vielleicht hart, es ist vielleicht hart, manchmal eine Entscheidung zu treffen. Aber was habe ich gemacht, Leute? Nach der Schule, ja, ich bin nach Hause gekommen, ich war fertig, ich hatte Schulaufgaben, ich wusste, was zu tun ist. Ich habe 5 Minuten, okay? Ich bin nach Hause gekommen, 5 Minuten. Ich habe geschrien, ich sage jetzt nicht so laut, Alexa, habe ich geschrien, habe gesagt, mach Musik an, ja, habe meinen Rucksack in die letzte Ecke von meinem Zimmer gefeuert, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, die Musik genossen, das Fenster aufgemacht, so, habe geguckt, was steht an. Und wo habe ich raufgeguckt? Auf meine To-Do-Liste. Flo hat es eben auch schon gesagt, auf meine To-Do-Liste. Was habe ich gemacht? Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mache ich was? Ich schreibe mir eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Und Leute, das ist key. Das ist key. 3% der Weltbevölkerung nutzen To-Do-Listen. Und jetzt kommt der Joke an der Sache. Nur 3% von den 3% schaffen es wirklich, jeden Tag über einen Haken zu machen. Weil, vielleicht kennst du den Moment, du siehst so, Leute, ich hatte Phasen, da stand noch drauf um 2 Uhr morgens Mentorship-Call. Und es ist sehr, sehr hart, wenn du aus den Calls rauskommst, aus GoLive rauskommst, an einem bestimmten Zeitpunkt. Und du siehst doch auf dieser To-Do-Liste steht am Mentorship-Call. Und es gab eine Phase, da habe ich einen Haken gemacht, ich habe keinen geschaut. Aber ich wusste, ich habe mich selber angelogen. Und was habe ich gemacht? 2 Uhr nachts, ja, gut, ich bin Fulltime, das kann man nicht vergleichen, wenn du zur Schule musst. Definitiv dann nicht, okay? Aber wir machen nachher noch eine Q&A-Session, also hebt euch die Fragen auf jeden Fall auf. Ja, hebt euch die Fragen gerne auf. Das heißt, was habe ich gemacht? Haken gemacht. Und ich habe den Haken erst gemacht, wenn ich das Ganze erfüllt habe. Leute, jetzt, jeden einzelnen Tag, ja, boom, ich habe hier heute auch, ich habe kein Blatt mehr in dem Blog drin, To-Do-Liste, fertig, für den Tag heute. Ich weiß, was ansteht, ich weiß, was ich machen muss. Ich habe eine Affirmation in meinem Handy, ja, das ist To-Do-Liste, ganz hier oben bei meinem Handy, da direkt, To-Do-Liste. Die 3 wichtigsten Punkte, die ich an dem Tag machen muss, weil das Handy, wir arbeiten damit, aber viele vergessen auch, und das ist auch eine Distraction, ja. So, wenn ich jetzt frage, was ist deine größte Ablenkung? Manche sagen Freunde, Zeit, Schule, Abi, Freundin, keine Ahnung, zocken. Ja, einer schreibt rein. Ist egal, darauf will ich nicht hinaus. Handy. Ja, das Handy ist unsere größte Waffe, aber überleg mal selber, wie oft du durch diese Reels scrollst, wie oft du auf Snapchat bist, auf TikTok bist, am Handy, keine Ahnung, Digga, was auch immer machst, dir 13 Minuten Audios von deiner besten Freundin anhörst, ja. Mach das gerne, okay? Aber dein Handy ist deine größte Waffe, aber es kann auch deine größte Ablenkung sein. Zu 100%. Deswegen, was habe ich gemacht? Mein Handy, boom, das sind alle Apps, die ich habe, okay? Das sind alle Apps, die ich habe. Zack. Ich habe da keine Spiele, ich habe da keine Ablenkung, ich habe da kein TikTok. So, die geilste App, die ich habe, ist mein MetaTrader 5. Und das sollte sie bei dir auch sein. Das sollte sie bei dir auch sein. Zu 100%, weil das ist die App, die dich an den Punkt bringen kann, wo du hin willst, an die Freiheit bringen kannst, wo du hin willst. Ja? Deswegen schaue auch, dass du vielleicht diese kleinen Dinge heute schon eliminieren kannst, mit einem einfachen Schritt. Löschen. Ja, wenn du viel am Zocken bist, es ist der härteste Schritt deines Lebens, weil es waren 2-3 Jahre. Leute, ich habe damals mehr Zeit in Call of Duty verbracht, als mit realen Freunden. Gelöscht. Gelöscht. Ich habe dann so harten Cut gesetzt, aber dieser harte Cut hat mich genau dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Zu 100%. Ich habe den härtesten Cut gemacht in meinem Leben, weil es war mein Leben. Zu 100%. Ja, aber ich habe diesen harten Cut gemacht. Das heißt, was habe ich gemacht? Nach der Schule nach Hause gekommen, ja, Alexa gesagt, mach Musik an, hab meinen Rucksack in die letzte Ecke in meinem Zimmer geworfen, hab mir 5 Minuten gegönnt, mich gestretched, an meinen Schreibtisch gesetzt. Und Leute, wenn ein Jalen Goss es immer noch schafft, na, ein Chairman 100, 9 Stunden am Tag am Schreibtisch zu setzen, ein Chairman 100, dem geht's gut. Der kann alles machen. Es gibt andere Chairman 100s, die sind die ganze Zeit in Dubai, die spielen nur Golf den ganzen Tag. Ja, no front. Aber wenn er es schafft, noch 9 Stunden am Tag am Schreibtisch zu setzen und die Arbeit reinzustecken, warum schaffst du es dann nicht nach Schule, nach Online-Vorlesungen, nach der Arbeit? Warum? Weil du zu bequem bist. Ja, weil du zu bequem bist. Und das war ein harter Punkt, den ich damals lernen musste, den ich verstehen musste. Ich war zu bequem, ja, weil ich habe mein Kindergeld bekommen, es waren 200 Euro, so, ich hatte meine Freunde, eigentlich war alles gut, aber wenn du zum ersten Mal selber auch anfängst, darüber nachzudenken, was du eigentlich selber wirklich erreichen möchtest, glaub mir, dann gibt es für dich keinen Excuse, okay? Dann gibt es für dich keinen Excuse, zu 100% nicht. Das heißt, bam, back to work. To-Do-Liste auf dem Schreibtisch gemacht, rangesetzt, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, ja, habe mir Mentorship-Call im Hintergrund angemacht, bam, erstmal Akquise geballert. Akquise, Leute, ich werde euch da keinen Leitfaden geben, wenn man Akquise macht, so im Endeffekt.
jede freie Minute, die du hast und am Handy bist. So, kleine Regel, kleiner Tipp von mir. Jedes Mal, wenn du auf Instagram bist, ohne Leute anzuschreiben, verlasse Instagram erst, wenn du 5 Leute angeschrieben hast. Einfache Regel, habe ich gemacht, weil ich kenne mich und ich scroll durch diese scheiß Reels und denke mir jedes Mal so, nein. Bam, wieder auf die Home-Seite, wieder 5 Leute anschreiben, dann erst Instagram verlassen. Okay, einfacher Tipp, kann jeder von euch umsetzen. So machst du aus scheiße Produktivität. So kann man es ganz einfach sagen, okay? Das heißt, letztendlich, was musst du machen, okay? Und der wichtigste Punkt, Flo hat ihn angesprochen, der wichtigste Punkt fängt für uns morgen 23 Uhr an. Ja, Freitag 23 Uhr, die Märkte schließen, du kannst nicht mehr traden. Das Wochenende startet und da, wo manche das erste Bier aufmachen auf dem Freitag, weil die Woche so schön war, ja, und sich freuen und das, den Rest des Wochenendes außer verbringen. Das ist der Zeitpunkt, wo du die Entscheidung triffst. Ja, wir hatten das schon im Call auf jeden Fall bei What It Takes. Wir hatten das schon im Call. Und im Endeffekt, ja, triffst du jeden einzelnen Tag die Entscheidung, hier all in zu gehen. Du bist committed. Ja, du solltest committed sein. Und das Wochenende ist für dich die wichtigste Phase in diesem Business, weil am Wochenende musst du in den seltensten Fällen arbeiten, am Wochenende musst du in den seltensten Fällen irgendwie Online-Vorlesungen haben oder Schule haben. Klar, du musst Schule machen, du musst Vorträge machen, du musst lernen und so weiter. Leute, no joke, wenn dann ein Prospect am Telefon sagt, ja, also ich würde dann nach dem Abi starten, das wäre dann so ungefähr in 1,5 Jahren, wenn das okay für dich ist. Hab erstmal Fokus auf dem Abi. Leute, Abitur. Ja, klar, jeder will ein gutes Abitur machen. Aber keiner lernt 10 Stunden am Tag. Und wenn du es machst, glaub mir, es bringt nichts. Es wird dir nichts bringen, 10 Stunden straight durchzulernen. Es wird dir nichts bringen. So, es macht keiner. Ich frage die Person, okay, schreib dir auf, was machst du den ganzen Tag? Und das kann heute jeder Einzelne auch aus diesem Call machen. Wenn du das Gefühl hast, du hast aktuell zu wenig Zeit, schreib dir genau auf, was machst du den ganzen Tag? Und Leute, glaubt mir, ja, Erik, Flo, jeder von uns hat gleich 24 Stunden. Ich hatte 5-mal Training die Woche. Ich war manchmal erst 21 Uhr zu Hause nach dem Training. Ich habe mich nicht ins Bett gelegt, ich war duschen, ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, ich habe diese To-Do-Liste gesehen und ich wusste, was zu tun war. Okay, deswegen Planung. Schreib dir das so dick und fett auf in dein Notizbuch, wie du es nur kannst. Planung. Plane alles. Ja, Flo hat es eben schon gesagt, einen Kevin Hart, ja, einen The Rock. Die wissen auf den Tag, auf die Minute genau, was sie machen. Und am Wochenende, ich probiere das gerade sehr stark zu duplizieren, meine Leader wissen auf jeden Fall Bescheid. Ja. Was musst du am Wochenende machen? Du musst deine Woche planen. Ja, jeden Sonntag setze ich mich hin, Whiteboard. Plus A4-Blatt, ja, aus Whiteboard schreibe ich auf. Was steht die Woche dran? Und du hast 4 Bereiche. Der erste Bereich, und das ist der Bereich, warum wir alle hier gestartet sind, ist Trading. Schreib dir ein Ziel auf für die Woche. Wie viel Go-Live willst du gucken? Was willst du im Trading erreichen? Was ist dein Ziel? Zweiter wichtiger Punkt, Network. Ja, setz dir ein Ziel für Network. Setz dir ein Ziel für dein Team. Akquise kannst du so oder so ballern. Dritter wichtiger Punkt, wichtigster Punkt, Leute, bitte unterschätzt diesen Punkt nicht, weil ich weiß, einige machen das. Ja, einige machen das. Unabhängig von diesen Calls, unabhängig von Go Live, von IAM, mach Persönlichkeitsentwicklung. Leute, jeden einzelnen fucking Tag 15 Minuten in einem Buch. Hol dir Bücher, hol dir Buchempfehlungen von deiner Upline. Ja, können wir auch gerne gleich noch einen Chat reinschreiben, wenn wir noch Q&A-Session machen. 15 Minuten am Tag, Leute, in einem Buch. Ja, das können 3 Bücher in einem Monat sein. Hast du schon mal 3 Bücher in einem Monat gelesen? Nein. Und was kannst du machen, wenn du 15, ja, vielleicht ja, ich nicht. Ich habe nicht mal ein Buch für die Schule gelesen. So, ich habe immer Zusammenfassungen gegoogelt oder Leute bestochen, dass sie mir das durchschicken, damit ich abschreiben kann. So zu 100%, ja. Aber im Endeffekt hast du die Möglichkeit, durch so Kleinigkeiten wie 50 Minuten lesen, bei schönem Wetter in der Sonne, die wir jetzt gerade haben, dich draußen hinzusetzen, die Zeit zu nutzen. Ja, du hast jetzt gerade die Zeit dafür. Deswegen fange an, Personal Development noch mehr in den Tag zu integrieren, okay? Vierter wichtiger Punkt, sonstiges, Alltag. Ja, du hast Alltag-To-Dos, du musst lernen, du musst Vortrag machen. Bring auch das mit in deine Sonntagsplanung ein, okay? Und jetzt, Leute, wichtigster Punkt, okay, und das ist auch der letzte Punkt, den ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ja, abgesehen von To-Do-Listen, was ein sehr wichtiger Punkt ist, und das ist ein Punkt, der hat mir extrem, extrem geholfen, okay. Erster wichtiger Punkt ist, schau, dass deine Trading-Strategie zu dir passt, zu den Zeiten, die du hast. Du musst keine Trading-Strategie lernen, die von 12 bis 13 Uhr gut ist zu traden, in Anführungsstrichen, und du bist da einfach eigentlich auf Arbeit. Dann, no joke, dann mach es nicht.
Weil du wirst nicht nach 2 Monaten deinen Job kündigen können. Okay? Das heißt, schaue, dass du da dich auch richtig anpasst an das Ganze. Okay? Suche da keine Excuses. Und jetzt sollte der wichtigste Punkt, was habe ich gemacht, der allerwichtigste Punkt, der dir jetzt helfen wird, wenn du den umsetzt, Leute, glaub mir, wenn du jetzt diesen Punkt umsetzt, wirst du den Erfolg haben, ja, weil das Business ist langfristig, wir wissen es, wir sehen Samen, ja, wir gießen, wir machen, das, was du heute tust, ob du heute auf diesem Call bist, es kann sein, dass du heute direkt die Sache verstehst und umsetzt, es kann auch sein, dass du dir in einem Jahr denken wirst, boah, krass, das haben Leon und Flo schon mal vor einem Jahr gesagt, und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, das umzusetzen, ja. Und Leute, was habe ich gemacht? Power Hours. Ja, der geilste Kindergarten überhaupt. Power Hours. Ich bin nach Hause gekommen. Ich war wirklich, Leute, nach der Schule, die anstrengend war, wo du Klausuren geschrieben hast. Ich war auf so einem Gimmi, wo man 5 Klausuren die Woche ungefähr geschrieben hat. Ja, ganz normal. Das heißt, ich habe nur gelernt, gemacht. Abgeliefert. Das war nicht geil. Plus Training dann immer. 21 Uhr zu Hause gewesen. Abendbrot gegessen, was noch übrig war. Mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Und was habe ich gemacht? Power Hours. Ich habe einfach mal alles weggelegt, weil es ist alles, wie Austin sagt, ja. Austin meinte auch selber, es geht nie darum, wie viel Zeit du hast. Es geht darum, was du in die Zeit reinsteckst. In einer Stunde 11 Meter schießen, ja, wirklich machen, lernst du mehr als mit 10 Stunden drüber sprechen, wo der perfekte Winkel ist, ob du es dir ausrechnest, wo der Torwart hinspringen kann. In Machen. Okay? Das heißt, was musst du machen in diesem Business? Ja, du arbeitest mit Power Hours. Wenn du Go Live schaust, wisst ihr, was du mit deinem Handy machst? Da machst du den Flugmodus rein, machst den Ruhemodus ein, bam, legst dein Handy hin, machst du Go Live an, machst deine Notizen auf und dann bist du im Go Live Laserfokus. Und wenn du wirklich nur 2 Stunden am Tag hast und die so intensiv wie du nutzen willst, 2 Stunden Power Hour, du schaust Go Live, ja, 1,5-fache Geschwindigkeit, meinetwegen, geht ungefähr 1 Stunde, 30 Minuten bis 1 Stunde. Okay, 1. Stunde ist weg. Dann hast du noch 1 Stunde Zeit, die du so sinnvoll nutzen kannst, wie du es nur willst. Instagram-Akquise, 5 Minuten. So 5 Minuten, 10 Leute. Okay, das machst du ein paar Mal am Tag, dann hast du 100 Leute. Es sind 5 Minuten deiner Zeit, die du eigentlich auf anderen Plattformen verbringst. So, auf unnötigen. So, das heißt, du kannst es hier richtig nutzen, okay? Deswegen fange wirklich an, Power Hours zu arbeiten. Fange wirklich an, das Ganze richtig für dich zu nutzen, diesen Key richtig umzusetzen. Ja, es sind noch Calls, die sind spät abends, aber Leute, jeder einzelne Call, den wir haben, ja, den machen wir nicht so, um unser Ego zu pushen, den machen wir für euch, um genau euch Punkte mitzugeben, die ihr braucht, die euch an den Punkt bringen, wo die Person steht, die da steht, wo ihr hin wollt. So zu 100%. Okay, deswegen fange auch wirklich an, mit Power Hours zu nutzen und nutze vor allem das Wochenende für dich. Ja, nutze vor allem das Wochenende für dich. Kille deine Distractions aus deinem Leben. Ja, kille die Herausforderungen, die du vielleicht gerade hast. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber wenn du um 8 Uhr arbeiten musst, meinetwegen, es ist hart, steh 1 Stunde früher auf und mach schon vor der Arbeit was. Ja, mach es. So, ich weiß, Hussein Jabba hat damals auch selber so krasse Herausforderungen gehabt, wegen Schule und so weiter, musste auch früh aufstehen. So, ist 1 Stunde früher aufgestanden, hat schon gemacht, an den Laptop gesetzt, schon live geschaut, seine Trades gesetzt, Instagram-Akquise gemacht, schon so viel. So, drop mal eine 1 in den Chat, ja, drop mal eine 1 in den Chat. Wenn du den Moment kennst und du an einem Wochenende früh aufstehst und dir so denkst, boah, ich habe ja voll viel vom Tag, drop mal eine 1 im Chat, wer kennt das? So, ich denke, es kennt jeder. So, jeder kennt dieses Gefühl. So, ihr steht am Wochenende statt irgendwie um 9, um 10 irgendwie schon so um 8 auf, seid früh wach, so, seid euch an den Frühstückstisch, guckt so auf die Uhr und denkt so, boah, krass, es ist erst um 9. Guckt irgendwie 2 Stunden später auf die Uhr, boah, krass, es ist erst um 11. Normalerweise stehe ich jetzt erst auf. So, wisst ihr? Das heißt, im Endeffekt hast du die Möglichkeit, so früh Dinge zu schaffen, ja, so viele Dinge zu schaffen, wenn du sie richtig nutzt. Deswegen, Leute, fangt an, diese Distractions zu entfernen, fangt an, diesen Laserfokus für dieses Business zu entwickeln, nutzt die Wochenenden sinnvoll, sucht keine Excuses. Ich weiß, Prüfungsphasen, Leute, Prüfungsphasen sind geisteskrank anstrengend. Ja, wenn Abitur kommt und der Lehrer kommt eine Woche vor den Ferien, wie immer, jo, 4 Klausuren, da noch Facharbeit abgeben, da noch gefühlt eine Doktorarbeit schreiben und sonst irgendwas, ja, deine Ausbildungsprüfung, deine Studienprüfung, Masterarbeit, was auch immer du schreiben musst, ja, es ist anstrengend, es ist sehr anstrengend, aber Leute, wisst ihr was, bei Austin im Team gibt es alleinerziehende Mütter, die ein Kind großziehen, die nicht in den Kindergarten gehen, ja,
die nicht in den Kindergarten gehen, die den ganzen Tag bei der Mutter sind und die gehen schermen. So, es gibt Leute, die arbeiten Vollzeit, die gehen schermen, kündigen dann natürlich ihren Job. Es gibt Leute, die gehen Six-Figure-Trader, die arbeiten auch. Michael Nims, auch bei der Bundeswehr, arbeitet auch, tradet auch, schafft es auch, erfolgreich zu sein, schafft es auch, vielen Menschen ja, Mehrwert zu geben. Und das kann jeder Einzelne schaffen. Okay, deswegen wichtigstes Learning, was du mitnehmen solltest aus diesem Call, ist, suche nicht die Excuses, ja, kille diese Distractions, entwickle diesen Laserfokus und arbeite mit Power Hours und To-Do-Listen. Zähl du zu den 3% von den 3%, die To-Do-Listen nutzen. Leute, glaubt mir, so, wenn ich mir jetzt mal so ein paar Gesichter hier angucke, ich weiß, ein paar arbeiten mit To-Do-Listen. Was passiert jetzt, wenn Dario, ich nehme jetzt als Beispiel, Bro, was passiert jetzt, wenn Dario sich abends eine To-Do-Liste schreibt, okay, für den nächsten Tag und er geht erst schlafen, wenn er über einen Haken gemacht hat, okay? Und er macht über einen Haken und was passiert dann? Es ist meinetwegen 23:30 Uhr, Dario hat über einen Haken gemacht, was macht er dann? Er schreibt die To-Do-Liste für den nächsten Tag. Einfacher Punkt, dauert keine 2 Minuten. Bam, Circle of Produktivität, weil du drehst dich, Produktivität. Von To-Do-Liste zu To-Do-Liste, du springst, von To-Do zu To-Do, okay? Und deine To-Dos, die du dir aufschreibst, was ist das? Ja, was ist das? Das sind Produce Results, ja. Das ist Produce Results. Okay, Flo hat mir gerade geschrieben, er möchte auf jeden Fall noch kurz was sagen. Ganz kurz, Flo, Bro, ich gebe dir jetzt den Host. Du gibst danach auf jeden Fall Erik wieder. Dann machen wir Q&A-Session. Ja, ich gebe dir mal hier kurz das und ich gebe Erik den Host. Passt. Perfekt. Perfekt, Leute. Und zwar, ich habe ein bisschen was gefunden, damit ihr so ein bisschen realisieren könnt,